Moin moin, liebe Shakes and Fidget Freunde, ich hoffe euch geht's gut und willkommen zu einem neuen Video hier bzw. einer Folge. So, wir wollen ja politisch korrekt bleiben, einer neuen Folge von unserem Lieblings-Browser-Game. Ich hoffe euch geht's gut. Sorry erstmal dafür, dass gestern kein Video kam, aber es war einfach kein Fortschritt. Ich hätte euch nicht viel zeigen können. Kann euch jetzt auch nicht viel mehr zeigen, so viel schon mal vorweg. Nein, Spaß. Ich kann euch eine ganze Menge zeigen. Einmal gehen wir zu den Pets rüber. Wir haben jetzt hier noch einen Kampf. Alle reingeschossen. Nice. Nein, nicht alle, aber ein paar haben wir reingeschossen. Wir sind bei Ninja auf 31. Wir sind bei Antler auf 41 mittlerweile. Wir sind hier bei 100 angekommen. Allerdings würde ich halt gerne hier den Towerbock als nächstes machen. Dafür müssen wir halt noch gucken, dass wir den besiegen. Ich hoffe, wenn in der Unterwelt mein Gladiator-Trainer fertig ist, habe ich da noch mal bessere Chancen. Dann sind es halt 60% kritische Trefferchance. Und muss da einfach mal abwarten, Leute. Vorher brauche ich es halt gar nicht versuchen. Und bis zum nächsten Gold-Event dauert es halt so oder so noch ein bisschen. Ja, so viel dazu. Wir machen jetzt hier kurz die Kämpfe. Sorry, ich habe gerade gegessen. Kann sein, dass ich zwischendurch ein bisschen aufstoßen habe. Ich hoffe nicht. Aber ja. Esst niemals um diese Uhrzeit, Kinder. Sonst werdet ihr nur fett. Dann seht ihr aus wie ich. Das ist halt auch nicht so. Sie Yellow vom Eck. So, wir gucken mal eben kurz, ob wir hier was haben, was sich richtig lohnt. Oh ja, hier sieht doch schon gut aus. Zack, rein damit. Oh, warte mal. Ja, wenn wir schon mal hier sind, kann ich direkt was da reinwerfen. Dann gibt es hier eine Super-Rune. Nee. Nicht wirklich. Hier auch nicht. Wir gucken mal eben. Ah, gibt auch eine Schmutz. Gibt nur Schmutz, Mensch. So, in der Gede, da tut sich halt einiges. Wir gucken jetzt hier einmal in den Kampf rein. Schauen wir mal, schön Geschicksgegner, immer schön am Ausweichen, damit man dem Papa ja abnerven kann. Ach Gott, gib den einfach so zwei Crits in so einer Combo gleich mal rein, bitte. Ich raste gleich aus. Ja, das hat sich super gelohnt. Von 40 auf 20, ja gut, immerhin 10% im Endeffekt, aber natürlich trotzdem mega nervig. Ansonsten seht ihr hier eine Veränderung? Nicht viel, aber wir haben trotzdem ein wenig geschafft, Freunde. So viel kann ich euch schon mal verraten. Vor allen Dingen hier, die Festung geht auf Stufe 15 und ich tue meinem Menschen Möglichstes, was halt meine Einheiten so hergeben, dass wir wieder in den 10 Tagen den Stuff zusammenbekommen, dass ich die Ritterhalle ausbauen kann. Ja, die Ritterhalle auf 15 bei mir, bei euren Content Creator des Vertrauens für Shakes and Fidget. Das wäre auf jeden Fall cool, das wäre mein größter Wunsch. So, wir hatten einige Leute rausgekegelt, weil sie inaktiv waren. Es sind schon 3 oder 4 heute gekommen. 2 davon sind wieder gegangen, obwohl sie gerade erst reingekommen sind. Ich weiß nicht, warum man sowas macht. Man kommt in Gilden rein, man geht am selben Tag wieder und verbessert sich dabei nicht mal unbedingt. Also, I don't know. Hier der coole Wutz ist neu. Ist geblieben bis jetzt. Mega nice auf jeden Fall. Caligolas, glaube ich, war auch neu. Dahingehend bin ich mir aber nicht sicher. Sorry dafür auf jeden Fall. Cholerika ist neu, ist dazugekommen. Mega cool. Ja, hier unten kenne ich mich halt leider nicht so aus. Und beziehungsweise auch wenn die Leute halt nicht so aktiv in der Gilde schreiben, dann ist das für mich immer schwierig, da irgendwie reinzugucken. Yuga ist aber auch neu. Yuga ist auch neu. Na, jetzt haben wir da oben noch einen Posten. Wir gehen mal halt wieder hin. Also, momentan auch von den Ritterhallenpunkten mega gut. Und auch die Ausbauten, ne, sind halt wieder hochgegangen. Sehr, sehr cool. So, wir gehen jetzt einmal zusammen hier rein.
Und guck mal, bei 120 Millionen ist er gestartet. Ich hoffe, ich kriege ihn auf jeden Fall ein bisschen runter. Ja, da kommen doch die Crits langsam durch. Ganz schick. Nur so eine Vierer- oder Fünfer-Kombo wäre halt ganz cool, ohne dass der Gegner ausweicht. Ah, das schmeckt doch. Bin zufrieden. Bin zufrieden. Fast 100 Millionen abgezogen. Ja, okay, fast 100 Millionen, 83 ist dann doch ein bisschen weiter weg. Aber es ist, fand ich persönlich, ganz okay. Ich weiß ja halt echt nicht, wo ich angreifen soll. Ganz ehrlich. By the way, wir haben eine richtig gute Waffe für einen Marktwart bekommen. Gute Range, ein Dreier-Slot, absolut happy. Ich war richtig glücklich. Und den Gürtel haben wir auch neu für Marktwart. Ich zeige euch gleich, wie wir das bekommen haben. Warte, wir könnten hier einmal hingehen. Was ich aber auch rausgefunden habe, was ihr auch bedenken müsst, dass ihr im Zauberladen hingeht und für eure Begleiter. Warte mal. Ah, okay. Das muss ich auch machen für die Begleiter. Die Waffe auf jeden Fall. Die Waffen könnt ihr für die Crits upgraden. Verzaubere deine Waffe, um den Schaden kritischer Treffer im Kampf zu erhöhen. Das könnt ihr definitiv machen, Freunde. Und einmal hier. Schatten der Cowboys könnt ihr auch einmal machen. Damit ihr besseren Reaktionswert habt. Also ich glaube, Erstschlagchance habt. Mega cool. So, jetzt zeige ich euch hier ein paar Sachen. Einmal haben wir den Gemüsegarten gelegt. Mega gut. Okay, das war zu schnell. Das war halt da, wo ich wirklich nicht mehr viel machen musste. Beziehungsweise wo Papa nicht mehr viel machen musste, weil ich die gute Dame da gut runtergeprügelt habe. Also wirklich, da musste die nur noch anpusten quasi. Aber Fadi hatte auch schon ein bisschen Vorarbeit geleistet. Und ich hatte hier aber auch ein bisschen Glück. Ich hatte viele Kombos bei dem Kampf. Das war recht nice. Und die hat auch nicht so viel Schaden gemacht. Aber die hat halt sehr viele Life Points. Und wenn man dann einmal die Kombos hat und Crits macht, so wie hier ein 12 Millioner Crit, das ist für mich halt schon eine ganze Menge. Und da vor allen Dingen zwei hintereinander davon. Dann schmeckt das doch schon ganz schön. Und ihr seht, ich hatte hier echt Glück. Und habe hier richtig gute Crits rausgehauen. Aber es ist noch nicht alles. Ich bin hier nochmal, habe hier nochmal durchgezogen. Inklusive im 25er Hit. Und ihr seht, also Papa muss hier wirklich nicht mehr viel machen. Das war also wirklich ein guter Raid. Dann, das war hier mega nice. Wir wurden halt angegriffen von denen. Und wir haben sie einfach besiegt. Das war halt mega cool. Hatten wir nicht mit gerechnet. Und wir haben sie einfach fertig gemacht. Das war halt absolut cool. Und wir waren mega glücklich darüber. War einfach nur nice. Und haben dadurch zwei Dingsies gemacht. Ne, das vorzeitige Ende. Das war jetzt der letzte Raid-Versuch, den wir auch hatten. Da ging es halt leider nicht so gut aus. Aber ich musste ja auch schon recht früh eingreifen. Ja, und wenn man dann geschwächt, ihr kennt es selber, beim Endboss seid, ist das halt recht schwierig. Aber Hauptsache hier erstmal mit einer kranken Kombo starten. Mega gut, aber ich konnte halt hier denn, wie gesagt, auch nicht mehr viel machen, weil ich halt schon sehr, sehr geschwächt war. Also viel war da nicht möglich. Und Papa Nui konnte halt zwar noch eine Menge machen, aber hätte ich mehr machen können, wären wir, denke ich, hier auch. Wäre es halt auch gut gewesen. Ansonsten habe ich im Turm hier endlich Tasche 93 und 94 legen können. Bin ich halt mega happy drüber. Hier mein Bertram. Hat er einigermaßen gut Schaden gemacht, 21 abgezogen. Markwart hat auch gut Damage gemacht. Und dann hatte ich aber auch hier echt einen Sahnetag.
wo ich dem wirklich viel, viel Damage gemacht habe. Auch logischerweise mit ein paar Kombos, die dann auch, wo die Crits hier vor allen Dingen richtig gut geschmeckt haben. Und dann musste ich ja hier durchgezogen haben, ja. Und dann hat er ihr Legen. Und dann war hier noch der Struwweljochen. Wo, also Bertram gefällt mir momentan halt echt gut, der macht sehr viel Schaden. Aber auch die Kunigunde ist da nicht zu verachten. Ich habe einfach mal ein bisschen durchgepilzt und es hat dann irgendwann geklappt. Wie das halt beim Berserker so ist, ne? Ihr kennt das vielleicht. Als Berserker muss man da manchmal nur ein bisschen Geld in die Hand nehmen, dann klappt das einigermaßen. Aber ihr seht ja hier auch die Crits. Durchgehend die Crits rausgehauen und es ist halt mega heftig dann. Und das ist halt die Waffe, die ich dann bekommen hatte für einen Marktwart. War absolut happy damit. Mega gute Waffe. Und ja, absolut nice. Wie gesagt, in meinem Sammelalbum komme ich auch mega gut voran, finde ich persönlich. Aber auch in der Ehrenhalle klettere ich momentan recht gut rauf. Bin bei 326 jetzt, vor kurzem war ich noch Top 400. Nur deswegen ballere ich auch immer die Sanduhren raus. Einfach damit ich schnell wieder meine Rüstung anziehen kann. Und ich dann nicht großartig irgendwie was verliere oder so. Aber das ist immer mit am besten, weil das gibt halt nur Erze. Und das schmeckt dann immer zum Aufwerten ganz gut. Mega nice. Mega, mega nice. Mach halt auch momentan nur die Legendaries. Werte ich halt immer auf. 440 Erze momentan nur. Ja, das ist so der momentane Stand. Gucken, ob wir hier was kriegen. Schmeckt. So, ihr seht's ja. Wenn ihr beziehungsweise will auf 15.000 gehen, danach will ich hier auf 13.500 gehen oder je nachdem, was nötig ist für 30 Millionen Lebensenergie und danach Stärke weiter hochziehen, einfach damit ich hier immer stärker werde. Ja, das ist der aktuelle Stand, Freunde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und danke für euren Support.